Na komm. Hallo. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TBB Triplus Big Pack. Und ich bin natürlich nicht allein, sondern der Doshi ist auch dabei. Hallo. Guten Tag. So, wir bauen jetzt hier doch noch eine zweite Etage drauf. Moment, was? Was? Ich dachte, wir fangen heute mit dem ME-System an. ME? Ja, ich habe schon den Controller fertig. Aha, klar. Nee. Wollen wir auch. Nee, jetzt im Ernst. Ach du Arsch! Alter! Schön gelingt hier, hat er mich. Schön gelingt. Mein Gott. Nee, ich heiße Dosch. Ja. Ist recht. Hm. Hallo? So, danke. Warte mal, sie sind ganz kurz wissen. Hast du jetzt zwei verschiedene Holzsorten verwendet oder? Nee, warum? Bei mir wird hier in der Mitte angezeigt Akazia-Wood. Hä? Wo? Der normale Holzblock da oben. Der so zwischen dem. Dark Oak Woodplanks steht bei mir. Nein, darüber. Nein, ich komme sofort. So. Generell bei den Blöcken, die so quer sind, fällt mir gerade auf. Akazia-Wood, Tatsache. Hä? Nee, das ist alles Dark Oak. Ja, das ist ja seltsam. Okay. Der auch. Ah, das sind wahrscheinlich. Oh, also. Nein, bleib hier. Das ist anscheinend wirklich so, wenn der gedreht ist, dann hat er eine andere ID. Hm. Oh. Ah, das war nix. So, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen dicht. So. Ja, wir machen noch eine zweite Etage rein. Für. Na, sag's mir. Was war das? Cursed Earth. Cursed Earth, genau. Da hatte ich ja noch was auf Vorrat. Mhm. Und ja, gut, die Cursed Earth, die muss ja nicht unbedingt brach liegen oder so. Können wir ja dann nutzen. Und den einen Killer Joe will man dafür auch noch nutzen. Haben in der Mitte dafür extra was freigelassen. Damit dann die Mobs dann auch runterfallen können. So. Und ich mache jetzt gerade noch hier ein bisschen zu. Ja, vielleicht machen wir hier auch noch so einen kleinen Rundgang, ne? Hm? Oben. Können wir machen. Ja. Können wir reinlassen. Können wir auch, ja. Aber wir müssen da auf jeden Fall dann noch mit Lowstone oder sowas dran. Oder mit Redstone-Lampen. Oder mit irgendwas Schaltbarem. Hm? Damit man dann oben dann quasi die Falle ausschalten kann. Alter! Oh, geht doch. Ja, hinter dir ist noch einer frei gewesen. So. Dafür brauchen wir halt noch ein bisschen Reinforced Dark Glass. Warum Reinforced? Weil das eben sprengsicher ist gegen Creeper und sowas. Wenigstens etwas. Jo. Ja. Wie wir das herstellen, das kann ich euch gleich mal zeigen. Habe ich das nicht schon mal gezeigt? Ich weiß gar nicht. Müsste eigentlich, du hast ja schon mal die Demonstration aufgebaut, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Naja, ist auch wurscht. Wir brauchen dafür auf jeden Fall erstmal hier Dark Glass. Da habe ich ja sogar noch was. Ja, guck mal hier. Reinforced. Taschen voll. So. Kann ich denn da jetzt alles reinpacken? Das da auf jeden Fall. Das da, das da. Brauchen wir auf jeden Fall Wolle, ne? Ja, Wolle brauchen wir auf jeden Fall. Ja, gehe ich mal gerade zur Schaffarm. Zur Wollfarm. Ja, probier's mal. Oder warte mal. Ah, ich hab hier noch ein bisschen Wolle. Wieso probier's Lager. Mal? Hä? Wieso probier's mal? Ja, ich weiß nicht, ob da noch Scheren drin sind. Das ist das Problem. Ja, da wird ja wohl irgendwie noch was an Wolle übrig sein. Ja, gut. Also wir brauchen Thickened Glass, dann brauchen wir Blackout Certains. Und die werden dann eben durch 6 Wolleblöcke hergestellt, egal welche Farbe. Was denn? Komplett leer, da ist nichts drin. Ja, hab ich mir gedacht. So. Der Mob-Loot kommt erstmal da rein, den Rest kann ich da reinpacken. Das ist da auch. Ja, passt, wunderbar. Glowstone. Den hier. Hm. Also, so, von der Hexe, genau. Okay. Ich habe eine Hexe getötet. Ding dong, die Hexe ist tot. What? Ja, genau. So, Second Glass haben wir auch noch. Das ist ganz einfach das Rezept. Ich sehe schon, die Mobform ist schon echt produktiv. Rezept.
So, Sandy Glass und Sandy Glass wird eben so hergestellt. So, fertig. Ha? Mein Farm ist schon produktiv. Was ist? Die Mob-Farm ist produktiv. Ja? Okay. Wir sind, also wir sind schon zwei Zombies und ein Creeper. Wow. Big. So, und jetzt Reinforced Glass. Rezept. Zack. Wunderbar. Alter, da drüben sind 4 Creeper. Deck und 24. Nee, 5 sogar. Oh, Weihnachtsmusik habe ich bei mir gerade auf den Ohren. Freust du dich auch schon auf Weihnachten? Aber hallo, aber der riecht tierisch. Mhm. Der schön mit der Familie. Total Füllerei, der Füllerei wohnen. Nee. Sag mal. Beisitzen? Hab's vergessen. Warte, was? Hm? Meinst du der Füllerei beisitzen, oder? Nee, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Naja, ist egal. Also ich bin ehrlich, auf das Essen freue ich mich am meisten. Ja, ich mich auch. Also wirklich meine... Ja, eigentlich nicht unbedingt nur aufs Essen, sondern eher auf die Familie, weil, bei mir ist es eben so, ich sehe meine Familie nicht so oft, leider. Ja, gut. Ja, wegen meiner Schicht und sowas. Mhm. Habe ich nicht immer die Gelegenheit runterzufahren zu meinen Eltern. Also ich drücke es mal so aus. Meinen Eltern begegne ich da doch noch sehr oft. Du wohnst auch zu Hause, glaube ich, ne? Psst. So, machen wir hier mal schön dicht. Nur Goethe war dichter. Der war gut. Mhm. Sag mal, meine Sprüche sind scheiße. Ja, klar. Sind sie auch. Hallo? Wie war das mit Briefkasten? Hä? Aha, ja. Ne? Aha. Unser Briefträger heißt Carsten. Wir haben ihn Briefkasten genannt. Ja, super. Ich habe auch noch einen Carsten bei mir auf der Arbeit. Oh, muss man erzählen. Vielleicht kriegst du dann die Fresse. Jetzt kannst du dir mal was überlegen, wie wir die Decke machen. Ja, danke. Bitte? Ja, geschehen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wenn man es einfach so platt drauf, so wie bei mir den Turm da, das würde scheiße aussehen. Hm? Ich glaube, so.
Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich irgendwie schon sagen würde, lass uns zwei nach hinten versetzen, weil dann können die, können auch keine Mobs drauf landen. Dann haben wir den aber wieder nicht komplett ausgenutzt, ne? Ja, okay. Ja, obwohl, komm. Wir knallen hier hinten dran, dann können die Mobs auch gut runterfallen. Genau. So, Powered Spawner, den müssen wir dann natürlich auch noch powern, ne? Echt? Ja. Wer hätte das erwartet? Hoppala. Ach, verdammt. Bleib hier. Danke. Da war meine Spitzhacke zu schnell. Mhm. Ist eigentlich egal, in welche Richtung ich den aufbaue, gell? Ja. Gut. Der hat so einen Neumount-Effekt. Gut, lass mich mal raus hier. Ich möchte das Dach weitermachen. So. Weißt du, was wir eigentlich ganz gut machen könnten? Was denn? Für einen Notfall, wenn man irgendwie mal da rein müsste oder so weiter. Irgendwie so einen kleinen Notzugang. Notzugang? Dass man irgendwie so ein kleines Türmchen noch drauf setzt mit einer Tür und dann durch so, so einen kleinen Fallschacht dann, sag ich mal. Okay. Oh, könnte man machen. Da würde man schon wieder sofort reinfallen, was da perfekt wäre. Was denn? Oh, wie heißt das jetzt nochmal? Moment, ich schaue ganz schnell nach. Wo haben wir's, wo haben wir's? Da, nein. Du nicht. Da könnten wir den hin. Oh, wie heißt das Glas nochmal? Ah, ich weiß, welches du meinst. Ja. Hier das Ephemeral Glas. Genau. Gab's da nicht noch was anderes von? Ah, komm, machen wir das hier so. Genau. Ineffable Glas, wo ist da der Unterschied? Nein. Naja. This magical glass can pass through by players with easy but provides a completely solid barrier to anything else. If fascinating, the bug will solid to you. Und hier. Was krabbelst du da in deinen Bart rein? Ah, oh, weiß ich noch nicht. Den du nicht hast. Ey, ich hab mich gestern rasiert. Echt? Ja. Sowas. Hm, unglaublich. Ja. Es gibt auch Männer ohne Bart, die nennt man dann Frauen. Sie ist erstmal ruhig. Nein, Mann! Jetzt ist doch mal richtig hier. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen, ne? Ja, lass es einfach mal so stehen. Wenn ich ja gerade irgendwie helfen kann, sagst du Bescheid, ne? Ey, ich guck gerade mal, wie wir das Dach am besten machen. Hm? Soll ich mal dieses Glas herstellen, Mann, oder? Bitte? Soll ich das Glas mal herstellen, oder? Naja, mach ruhig, mach ruhig. Okay, dann gibt's jetzt wieder live eine Folge Dosh geht drauf. Ah, ich will die Unstable Ingots liebe. Mhm. Nimm doch die anderen. Welche meinst du jetzt? Die... Genau die. Die Semi-Stable da? Ja. Die sind aber wieder so teuer, ne? Achso, die kosten Diamanten, gell? Ja, ja. Also die Barren an sich kosten Diamanten und die anderen machst du ja aus Nuggets. Ja, genau. Mhm. So, da noch und... Drüben ist doch bestimmt noch Glas, oder? Drüben ist bestimmt Glas, ja. Guck mal im Maschinenraum. Jo. Weil das ist wieder so eine Mangelware bei mir. So? Ja. Aber wirklich werde ich immer so voll, mir so eine blöde Sandfabrik mal aufzubauen. Ach, das ist doch nicht schwierig. Ja, klar. Ich bin einfach nur... Hab ich dem zu blöd oder zu faul gesagt? Ich glaub zu faul. Ja, okay. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher. Nee, ich war einfach nur extrem zu faul. Nein, verdammt. Hier ist Sand. Und Glas. Oh, zack. Ja, super. Nee, du nicht. Oh. Ich mach mir mal hier gerade ein bisschen die zwei Dias und die zwei Eisen, ne? Bitte was? Vergiss es. Hast nichts gehört. Aha. Jo. Ah, wenn du meinst. Ja, ja. Alles ich verstehe den Typ nicht. Musst du auch nicht. Ich verstehe mich ja selbst noch nicht mal. Aha. Das wundert mich nicht. Mich aber.
So, zack, 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 zack. Ja, dann haben wir ja bald das Vordach. Na, komm, da. So. So, wünsche mir mal gerade Erfolg. Ja, Erfolg. Die. Kann ich auch von unten machen. Nein, kann ich nicht. Gut, 4 habe ich einmal. Na gut. Na. So, so, so. Und dann. Ja, hier muss ich aufpassen wegen den Stufen. Ha. Hat geklappt. Ja, gut, super. Bin stolz auf mich. Ja. Feral, oh, wie sieht das denn aus? Ja, komm, guck mal. Das sieht echt geil aus. So. Ah, da oben fehlt noch was. Ja. Hab schon. Ist das auch symmetrisch? Müsste, ne? Ja, genau. Super. So, dann kommt ja da die Cursed Earth rein. Jo. Aber warte mal, ich glaube. Da war das, wenn es auch hier wieder symmetrisch ist, müsste man eigentlich hier so ein 3x4 Loch dann auch machen, ne? Zum Runterfallen. So ein 3x4 Loch. Ja, ne, da ich nicht mit dem Befolg lässt dann, meinte ich. So, ja. Ja, dann brauch ich mal. Brauchst ja 12 Stück. Ich hab 8. Oh, das ist gut. Bin ja auch ein Profi. Ja, bist du. Oh Gott, nein. Wie oft ich diesen Spruch gehört habe beim bei Dire Wolf. Vor dem ich hoffe, es sieht mir immer noch nicht ab. So. Ach man, eh. Ich hab da bestimmt hier noch irgendwas zu futtern da. Ja, aber da du hast hier eben was geholt. Du meinst es in-game? In-game meinte ich gerade. So, okay. Ich setze doch nicht eine Aufnahme. Okay, nicht mehr. Ich hatte ja jetzt einmal in der Aufnahme. Ah ne, das war jetzt hier bei GW2, wo ich das gemacht habe. Bei was? Bei Guild Wars. Aha. Ja, da hatte ich einfach mal währenddessen hier, wo die wundervollen Sequenzen waren, ganz schnell gemutet und gefuttert, gefuttert, gefuttert. So einer bist du, ja? Ich hatte an dem Tag noch nichts gegessen, das ist mir auch zu spät aufgefallen. So, warte mal, Moment, ich sehe das dann gleich. Okay. Ja, genau da. Da bist du doch. Nein! Oh Mann, ey! Nein. Ich das hasse! Boah, das war knapp. Ah! Wieder so versetzt? Ja. Weißt du, du sitzt da oben und zack, bumm, ist er unten. So. Der Killer Joe eigentlich schon aktiv? Nee, ne? Der hat glaube ich schon keine Energie. Der braucht keine Energie. Braucht er nicht? Nee. Dann wäre der aktiv. Der braucht Nutrient. Der braucht echt keine Energieversorgung, okay. Nein, der braucht ein Schwert und Nutrient. Der Spawner braucht Energie. Ja, gut. Ja. Ich dachte, du kennst dich so gut mit Enderio aus. Ich hab den echt noch nie aufgestellt. Echt nicht? Nee. Was? Gab's nämlich immer schönere Alternativen. Okay. Ich meine, so ein Grinder von MFR. Ja. Hat schon was, ne? Ja, hat auch was. Stimmt, der braucht keine Energie. Der braucht dann jetzt nur noch die Versorgung an sich. Ja, die müssen wir wahrscheinlich unterirdisch machen. Ja, ja, das hab ich schon gedacht. Wird ja verbaut. Mein Gott. Das hasse. Nutrient konnte man auch. So. Wie hast du das vorher betrieben? Also die Nutrient? Bitte? Die Nutrientsversorgung, wie hast du die vorher betrieben? Mit einer Wett? Ja, ja, aber mit was für Material darin? Zucker und Rottenflash. Dann nehmen wir jetzt mal Rottenflash und hier Netherwarzen. Ja, können wir auch machen. Da haben wir noch einen kleinen Multiplikator drin von 1,5. Ja, okay. Von mir aus. Da habe ich auf wenigstens mal eine gute Frage. Von mir aus. Habe ich schon mal einen Grund, hier den ganzen Netherwarzen zu verarbeiten. Ja, dann können wir hier noch eine kleine Forestry Farm aufbauen. Für die Netherwarzen. Stimmt, die kannst du damit auch anbauen. Ja.
Und ich meine, Rotten Flash werden wir ja dann wahrscheinlich auch bekommen, ne? Ja. Glaube ich auch. So, wie weit muss ich da noch rein? 2. Dann 1, 2. Dann hier. Oh, ich freue mich schon richtig schön auf meinen morgigen Schultag. Ja, warum? Ja, ich habe um 7:30 Schule anfangen und darf um 11 schon nach Hause. Cool. Weil das Schöne ist, ganz einfach, der Rest meiner Klasse schreibt da Deutsch und ich habe Deutsch abgewählt. Aha, du wirst Deutsch abgewählt? Ja. Wie kann man das machen? Ganz einfach, beim Abitur ist es im dritten Jahrgang so, es gibt halt die Abiturfächer. Ja. Und die Grundkurse. So, okay. Abiturfächer ist halt nochmal der Fall, die werden in der Prüfung dann auch noch abgefragt. Die anderen sind dann einfach, ja, das sind einfach nur Bonuspunkte, kannst du sagen. Okay. Ja, und du konntest dich dann halt aussuchen, was du dann für Abiturfächer nimmst. Okay. Und zur Auswahl stehen dann halt einmal Englisch oder Deutsch und dann einmal Religion und Geschichte. Aha. Und naja, wenn ich in Englisch 1 stehe und in Deutsch 3, nehme ich ganz klar Englisch. Ja, hast eigentlich recht. Hier kann ich mal das Glas rein, ne? Ja, du kannst aber auch noch warten, bis ich hier fertig bin. Jawohl, passt schon. So, dann sollte man jetzt hier durchkommen, jawohl. Ja. Wenn man hier sneakt, kann man drauf. Ups. Sehr schön. So. Brauchen wir noch ein paar Schlappidi-Schlaps? Schlappidi-Schlapp-Schlapp. Zack. Hup. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht fertig? Und Ringhammer? Ne, hatten wir nicht. Okay. Dann hier. Aber ich muss auch sagen, ich habe sogar mal eben von draußen reingeschaut. Das sieht mit dem Ethereal Glass sieht das richtig geil aus. So. Ich glaube, so eine Ethereal Glass Tür werde ich mir auch mal machen. Ja, die sind recht praktisch. Hm? Damit hier oben nichts spawnen kann. Mal ein bisschen fackeln. Da würde ich dann gefackelt. Richtig. Ach, die Ecken hast du weggelassen. Ja. Können eigentlich Items durch? Nö. So, wunderbar. Wunderbar. Vollgas ist auch hinter sich, ne? Schon? Oh, ja. Ja. Hat sie schon. Da hat sogar schon das Schwert drin. Gut, sauber. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann den Spawner noch aktivieren. Jo. Ja, in diesem Sinne dann, vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.